Schwingerfamilie. Ich begrüße euch recht herzlich zu dem tollen Empfang vom Ambiu Joel. Seine Ausdauer, seine Trainingsfleiss, seine Biss, sein Feingefühl für Schwingen sind sensationell. Es war einfach eine Frage von der Zeit, bis er einschlägt mit dem grossen Erfolg. Es sind nicht Manager, die einen Schwinger gross machen, sondern es sind Leute, die sich mit Herzblut unentgeltlich für eine Sache einsetzen und Stunden dafür opfern, um einen Athlet zu fördern und ihm einen Wettkampf überhaupt zu ermöglichen. Das möchte ich hier heute allen noch wieder mal vor Augen führen. Joel, du hast dir den Erfolg selber erkämpft, bist gestern allein mit deinen Gegnern in den Ring gestiegen und hast einen grandiosen Wettkampf gezeigt. Es gibt unzählige Faktoren, um als Spitzensportler erfolgreich zu sein. Ich glaube aber, etwas darf ich hier verraten. Am Tag vor dem Wettkampf macht deine Mutter Renate dir ein feines Nachtessen. Und das ist seit Jahren Spaghetti Carbonara. Die ist so fein und mit viel Liebe und Hingabe gemacht und zubereitet, die tönt dich den ganzen Wettkampftag beflügeln. Sicher hast du auch ein optimales Umfeld, das dir immer wieder die nötige Kraft gibt. Dass der tolle Sieg mit der Maximalnote 10 dich erst recht heiß gemacht hat und du den Ambil-Turbo gezündet hast und auch entsprechend realisiert hast, das haben wir alle am Fernsehen mitverfolgen. Sehr viele Leute da, ja, richtig Freude. Ja. Es ist wirklich gewaltig, was hier abgeht momentan. Richtig fassen kann ich es auch noch nicht. Das kommt erst in den nächsten paar Tagen. Ja. Tätiges Zeug bedeutet die Beflügeln wirklich. Und das pusht ja auch immer wieder, dass du weiter an deine Grenzen gehst und das Herz an dir arbeitest. Ja, das Ziel ist sicher, bratteln, dass ich dort den eidgenössischen Kranz machen kann. 19 hatte ich eine gute Saison gehabt, aber gleich ein bisschen versägt am eidgenössischen. Ist nicht so. Ja, es war einfach nicht mein Fest gewesen, irgendwie. Ja. Ich habe sicher auch auf den selben Druck gemacht. Und ja, schlussendlich ist es halt jetzt nicht ganz gelungen dafür, aber ich bin stolz, ich schaue mit Freude auf diese Saison 19 zurück. Ja.